Liebe Schwestern und Brüder, in seiner schönen Katechese aus dem Jahr 2009 hat damals Papst Benedikt auf den heiligen Bonifatius hingewiesen als einen Mann voll des missionarischen Eifers, der in keiner Lebensphase einen Aufbruch gescheut hat. Es zeichnet ihn bis zum letzten Moment. Und der Papst sagte damals, es stände unserer manchmal lauen und durch bürokratisierten Kirche hier in unserem Land gut, diesen missionarischen Eifer zu haben. Worin besteht er? Was treibt einen Menschen an, der als, sagen wir, Gelehrter, auf jeden Fall als Mönch, bis zu seinem vierten Lebensjahrzehnt gekommen ist und der dann aus seiner Heimat aufbricht? Wir denken doch, mit 40 Jahren hat man so etwas wie eine vernünftige Existenz, dann weiß man doch, wo es lang geht. Und bei einer kürzeren Lebenserwartung damals muss man das erst recht wissen. Aber mit 40 noch einmal ganz neu aufzubrechen und seine eigentliche Tätigkeit erst zu beginnen, dazu bedarf es schon eines geistigen und geistlichen Elans. Den Bonifatius sicher aus der Liebe zur Heiligen Schrift, aus der Liebe zu Christus und zum Evangelium gewonnen hat. Das steht in der Mitte seines Lebens, immer und überall, bei jedem Schritt. Seine Herkunft von den britischen Inseln verrät uns auch einiges, denn dort hat etwas überlebt, das wir heute Romanitas bezeichnen. Während damals diese römische Prägung hierzulande zusammengebrochen ist, aller Orten. Vielleicht gab es noch irgendwo ein paar verstopfte Wasserleitungen von den Römern, aber sonst war auch in Trier nicht mehr viel zu sehen von römischem Gepräge. Das hat man dort bewahrt, nachdem ersten Versuch unter Gregor dem Großen diese Mission der britischen Inseln ein großer Erfolg geworden ist. Bonifatius kommt auf das Festland. Und er lässt sich auch nach einem ersten Fehlversuch nicht einschüchtern. Er sagt nicht, okay, das war ein Versuch wert und dann gehen wir halt zurück nach England, gehen wir halt ins Kloster, ist auch schön. Nein, er macht einen zweiten Versuch. Und auch wenn er in Rom zunächst skeptisch beäugt wird, langsam entdeckt man, was man da für ein Potenzial hat in diesem Mann. Und ich muss das hier nicht wiederholen. Wir wissen, was er aufgebaut hat, an Diözesen gegründet, Klöster gegründet, welche Kultur er in Verbindung mit dem Evangelium geschaffen hat. Und er wird schließlich 80. Dann denkt man, naja gut, jetzt lässt das aber wirklich gut sein. Von wegen. Nach all dem, was er aufgebaut hat, bricht er mit 80 noch einmal zu den Friesen auf. Bewusst dem Martyrium, das ihn auch dort ereilt, ins Auge blickend. Mit 80. Hat er das nötig, der Legat des apostolischen Stuhles, der große Erzbischof, dem von Rom das Pallium zugeschickt wird? Ja, es ist nötig, so sagt es Bonifatius, so erlebt er es. Wer das Evangelium ernst nimmt, weiß, es gibt keinen Ruhestand, keine Pension für Bischöfe oder Priester oder Missionare. Mag er noch so wohl verdient sein. Die eigentliche Pension erwartet uns nach dem Richtspruch im Himmel. Und sonst nirgendwo. Es gibt kein sich zur Ruhe setzen. Es gibt diesen missionarischen Eifer, an dem es heute an allen Orten fehlt. Vielleicht geht es uns deshalb so, wie es uns geht.